Die Champions League Viertelfinals stehen fest. Mhm. Alle Spiele sind durch, alle Rückspiele. Wir haben gesehen, einige Mannschaften haben gut gespielt, andere Mannschaften vielleicht nicht so gut. Einige Überraschungen gab es, einige ja, nicht so große Überraschungen. Und es ist Prognose Volume 2. Volume 2, denn eventuell haben wir schon mal ein Video aufgenommen, eventuell haben einiges schon mal gesehen. Ja. Eventuell hatten wir den falschen Turnierbaum und eventuell ist es gar nicht so schlecht für uns, weil einer von uns beiden Flo Juve zum Champions-League-Sieger getippt hat. Und weil Flo gesagt hat, es geht nicht, die verlieren es auch noch, haben wir das Video offline genommen, das war der einzige Grund. Genau, mehr gab es nicht. Und ja, deshalb machen wir hier Volume 2 der Prognose. Bevor wir zur Champions League kommen, reden wir ganz kurz über die Europa League. Genau. Wenn ihr das hier allerdings seht, dann sind die ersten Spiele schon gespielt. Ich glaube, Leverkusen, Inter und genau, heute ist Montag. United. Wir können es ja sagen, heute ist Montag, heute Abend wird gespielt. Ihr seht es, wenn Dienstag ist, also dann wahrscheinlich... Genau, ihr wisst schon, ihr wisst schon, Inter, Leverkusen und ob United es weiter geschafft hat. Und wir können es relativ kurz machen. Dein Top-Favorit? Mein Top-Favorit ist, und vielleicht habe ich da die Deutschlandbrille so ein bisschen auf, aber ich glaube, dass Bayer Leverkusen es schafft, gegen Inter weiterzukommen. Und wenn man gegen Inter weiterkommt, dann ist der Titel nicht mehr weit. Das und ist ich glaube, ich werde mir sowas von ins eigene Bein schießen, weil die werden heute Abend 100% wahrscheinlich rausfliegen. Genau, wenn ich das so sage, werden sie rausfliegen. Aber ich glaube an Leverkusen mit der Deutschlandbrille, die habe ich auf. Und ich hoffe, dass Vizekusen endlich mal das Vize aus dem Titel streicht. Ja, sie haben ja, da bin ich alles schon einmal den UEFA Cup gewonnen, irgendwann in den 80ern, 1980. Müsste so sein. Okay. Ich glaube an United. Das hat sich nicht geändert seit letzter Woche. Mein Tipp ist weiterhin Manchester United in der Europa League. Und ich würde sagen, damit können wir den kleineren Wettbewerb beiseite lassen und gehen weiter zu den Viertelfinals der Champions League. Diesmal mit korrektem Turnierbaum. Und das erste ist RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Ich glaube, das können wir ziemlich schnell abhaken. RB Leipzig ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gerne über Konter kommt und über Schnelligkeit im Spiel und die Räume braucht. Und Atletico wird denen die Räume auf gar keinen Fall geben. Gegen dieses Abwehrbollwerk hat Leipzig, glaube ich, wenig Chance. Die einzige Chance, die ich gesehen hätte, wäre, wenn Werner noch dabei wäre. Der hat vielleicht ein Ass im Ärmel oder so. Ja, für mich ist RB auch der Außenseiter in dem Ding. Und wir können vorwegnehmen, ich tippe auf jeden Fall auf Atletico, dass sie hier durchkommen. Ich glaube einfach, dass Atletico das Gegengift gegen RB ist. Ja, ich denke auch. Eine Mannschaft, die sich so darauf versteht, es dir offensiv so, also die gegnerische Offensive so ekelhaft wie möglich zu gestalten, so wenig Raum wie möglich zu geben, das ist genau das, was RB erstickt. Und deshalb geht hier für mich Atletico als erster Halbfinalist durch. Genau, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, wie RB Leipzig noch weiterkommen könnte, wäre, wenn Julian Nagelsmann jetzt auf einmal die Antitaktik gegen den Mauerfußball von Atletico rausholt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bereit ist, groß an seinem System was umzustellen, weil das ich glaube, er will schon seine Idee festhalten. Und deshalb RB auf Wiedersehen und Atleti im Halbfinale für mich. Für dich auch? Für mich auch, ja. Das zweite Halbfinale, eine der besten Offensiven der Champions League und der Welt derzeit, Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain mit Neymar und keinen Kylian Mbappé, so wie alles aussieht. Mhm. Was sagst du? Also der Ausfall von Kylian Mbappé wird denen schon krass ins Fleisch schneiden. Und Paris ist ja jetzt nicht dafür bekannt, die allerbeste Defensive zu haben, finde ich. Wen hatten wir denn da? Thiago. Ja, man hat immer noch Marquinhos, Thiago. Man hat natürlich Thomas Meunier jetzt nicht mehr. Man hat natürlich eine ordentliche Defensive von den Namen her, sogar eine gute Defensive. Aber für ich mich. Ich sag mal, es ist nicht schwer in der Ligue A mit diesen Namen in der Defensive eine gute Goals-Against-Statistik zu haben. Das Problem ist aber, gegen eine offensiv starke Mannschaft wie Atalanta Bergamo kannst du schon mal echt knifflig werden. Und ich glaube, dass mit der mangelnden Spielpraxis bei Paris Saint-Germain Atalanta einen großen Vorteil hat. Und ich glaube, Atalanta hat nach dem Saisonende in der Serie A, das nicht so 100% gelaufen ist, wie man sich vorgestellt hat gegen Inter, glaube ich, dass diese Champions League, dass sie da übertrieben viel Bock drauf haben. Mhm. Ich glaube, die auch nach den Valencia-Spielen waren die so brennend heiß, dass ich hier tatsächlich den Außenseiter durchtippen werde und mich auf Atalanta gegen PSG festlege. Mhm. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein unfassbar High-Scoring-Game, weil sowohl die Defensive als auch von PSG als auch die von Atalanta jetzt nicht die beste ist. Ich glaube, das Rückspiel von Atalanta gegen Valencia war irgendwie 4-3 oder so. Ja, es war also 8-4 oder 8-3 in der Addition. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie 5, 6, 7 Tore fallen. Ja. Ich glaube, am Ende wird sich trotzdem PSG durchsetzen, einfach weil die mit Neymar den
den besten Spieler auf dem Feld haben. Und das wird am Ende... Aber glaubst du wirklich, es wird irgendwie so ein 5-3 oder 4-3? Ich glaube, es könnte wirklich so ein 4-3-5-3 werden. Und hat wahrscheinlich das Potenzial, eines der attraktivsten Spiele zu werden. Ja, hat das Potenzial, eines der spannendsten Spiele zu sein. Du legst dich auf PSG fest, ich auf Atalanta. Und damit haben wir das erste Halbfinale. Laut mir Atletico gegen Atalanta und laut dir Atletico gegen PSG. Genau. Und das führt uns zum, wenn man vor dieser Runde, vor der letzten Runde drauf geschaut hätte, also im Februar, spannendsten Paarung, denn City hat sich gegen Real durchgesetzt. Mhm. Dort bei Real war das Fehlen von Sergio Ramos auf jeden Fall zu spüren in der Defensive. Und Juve ist raus. Tut mir leid für dich. Verdammt. Gegen Olympique Lyon. Und damit haben wir City gegen Lyon im Viertelfinale. Und ich sehe keine andere Möglichkeit als Manchester City. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, Olympique Lyon hat sich gut gegen Juventus Turin durchgesetzt. Auch wenn man jetzt im Rückspiel halt noch die Niederlage hinnehmen musste. War ich glücklich wegen des Auswärtstors, aber ich glaube nicht, dass sich Lyon mit der Leistung gegen City durchsetzen kann. Ja, ich glaube einfach, dass es gibt einfach keine Welt, in der das gehen kann. Nee. Dazu die Spielpraxissituation, die auch ganz klar ein Problem ist. Ich bin nicht mal sonderlich high auf City, was das Gesamtturnier betrifft. Das sehen wir dann im Halbfinale auch gleich noch, denke ich mal. Aber gegen Olympique sind sie für mich der ganz klare Favorit. Und City setzt sich durch, oder? Ja. Und das heißt, wir haben noch ein letztes Viertelfinale auszubaldobern. Und das sind natürlich die beiden größten Namen. Das heftigste Duell in diesem Viertelfinale. Der FC Barcelona mit einem überragenden Lionel Messi gegen den FC Bayern mit einem überragenden Robert Lewandowski. Ja, jetzt kann man diskutieren, ist diese Saison Lionel Messi besser? Ist diese Saison Robert Lewandowski besser? Lewandowski, ich glaube, an allen Toren beteiligt im letzten Spiel gegen Chelsea. Absolut unglaublich, weil davon abgesehen, dass Chelsea aber auch katastrophal defensiv das gespielt hat. Erstens das, zweitens muss man aber trotzdem erstmal als FC Bayern, also ich meine, Chelsea ist ja jetzt keine No-Name-Mannschaft. Chelsea ist in den Top 4 in der Premier League dieses Jahr. Und die Souveränität, mit der die Bayern das runtergespielt haben, das war schon bemerkenswert. Ist absolut krass, wohingegen FC Barcelona zwar gegen Neapel gewonnen hat, aber mit einer Lustlosigkeit in der Truppe. Irgendwie, die ganze Saison wieder gespiegelt in diesem einen Spiel. Lustlos, Bälle nach vorne einfach auf Messi. Jetzt hatten die Glück, dass Suarez wieder da war. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo man sagen könnte, da wird es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, insgesamt, diese Lustlosigkeit wird denen zum Verhängnis. Und der FC Bayern kann sich da durchsetzen. Ich denke es auch. Ich glaube schon, dass wir von Barca eine Leistungssteigerung sehen werden. Ich fand, man hat ja bei Lionel Messi gemerkt, dass der ganz gerne was gewinnen will dieses Jahr. Der hat gar keinen Bock, ohne Titel nach Hause zu fahren. Ja. Und trotzdem ist für mich der FC Bayern nach der Leistung auch gegen Chelsea der absolute Topfavorit. Das war die überzeugendste Leistung in der Ausscheidungsphase jetzt nach Corona. Und keine Diskussion. Und deshalb setzt sich auch für mich Bayern durch. Und das heißt, unser zweites Halbfinale ist für uns beide City gegen Bayern. Genau. Und das heißt schon, wir tippen jetzt die Halbfinals. Und wir haben nur ein einziges unterschiedliches Spiel. Deswegen würde ich sagen, du fängst an mit deinem Case bei Atleti gegen Paris Saint-Germain. Und hier muss man ja sagen, Paris ist genau wie RB Leipzig eine offensiv starke Mannschaft, die defensiv vielleicht jetzt nicht so gut steht. Und Atletico ist diese Mannschaft, wie wir schon 15 Mal gesagt haben in diesem Video, die diese Offensive ausschalten kann. Jetzt hat man aber gesehen, dass Neymar, besonders bei Barcelona, als er da war, gegen Atletico immer ganz gut dagestanden hat. Ja. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel einen Weg finden wird, die Defensive von Atletico auszuhebeln und Paris Saint-Germain dann eben ins Finale einzieht. Puh, Paris im Champions League-Finale, das gefällt ganz Dubai. oder die ganzen Emiraten. Ich habe ja Paris gar nicht mehr zur Auswahl. Mhm. Ich bin bei Atalanta gegen Atletico und für mich ist es ein vergleichbarer Case, den ich hier machen muss. Case gemacht für wie bei Atletico gegen RB. Und ich glaube, dass Atletico auch hier die Oberhand behalten wird. Ich glaube, Atletico ist für ein solches System mit Einspielen, Knockout, 90 Minuten entscheidet sich alles. Wie gemalt, die Mannschaft, glaube ich wirklich. Und für mich setzt sich Atletico gegen Atalanta durch. Atalanta Halbfinale, Riesenerfolg. Aber Atletico, mega. Champions League Finale für mich. Das ist ordentlich, boom. Ja. Das heißt, du hast Paris im Finale, ich Atleti. Und jetzt geht es darum, wer setzt sich durch bei City gegen den FC Bayern? Das ist so ein Spiel, vor allem halt Pep Guardiola gegen seinen Ex-Verein. Ja. Das ist unfassbar krass. Leroy Sané wird ja auf der Tribüne sitzen höchstwahrscheinlich und sich angucken. Also es ist in allen Belangen auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Aber ich glaube dadurch,
dass beim FC Bayern mehr funktioniert gerade. Ich glaube, bei City sehe ich noch ein, zwei Schwachstellen. So die Außenverteidiger sind jetzt vielleicht nicht die besten. In der Defensive kann sich noch ein bisschen was tun. Die Offensive ist natürlich unfassbar stark mit Sterling, mit De Bruyne. Das, obwohl Aguero noch immer raus ist. Ja, genau. Aber trotzdem glaube ich, dass der FC Bayern so ein bisschen griffiger ist, dass da alle Stellschrauben ineinander greifen, im Gegensatz eben zu Manchester City, wo ich noch ein, zwei Schwachstellen sehe. Und deshalb tippe ich den FC Bayern ins Finale der Champions League. Und ganz im Ernst, wir können es kurz halten, ich auch. Ich glaube, dass der FC Bayern von den Mannschaften, wie gesagt, ob es jetzt Barca ist, Olympique, wer auch alles auf der Seite des Turnierbaums ist, ist der FC Bayern die beste Mannschaft. Und auch für mich ist der FC Bayern im Finale. Und das bedeutet, wir sind im Champions League-Finale. PSG gegen FC Bayern, Atleti gegen FC Bayern. Und das sind beides absolute Schmankerl, wie man in Bayern sagen würde, glaube ich. Ja, das könnte man sagen, das würde sagen. Willst du anfangen? Ich kann es kurz machen. Ich glaube, dass der FC Bayern die Champions League gewinnt. Ich hatte Juve aus Gründen vorher, das wurde mir direkt zerschlagen. Also kann ich auch jetzt mich wieder weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, die Bayern machen es. Ich glaube, dass Atletico einen ordentlichen Kampf bieten wird. Aber ich glaube, dass es derzeit in der Champions League, von den verbleibenden Mannschaften, gibt es keine Defensive, die Bayern Offensive stoppen kann dauerhaft. Und deshalb gewinnt der FC Bayern für mich die Champions League. Ja. Für mich wird Paris gegen Bayern auch wieder so ein, also entweder wird es ein richtig, richtig hartes Spiel, wo dann eben nicht so viele Tore geschossen werden, sondern eher auf die Taktiken eingegangen wird. Oder es wird ein super High-Scoring-Game, so 3-2 oder so. Und das wäre auch richtig nice. Für mich, und das habe ich mir jetzt bis hier aufgehoben, habe ich letztes Mal schon gesagt, der FC Bayern hat dieses Jahr an der Spitze von Europa keine Konkurrenz. Ich finde, der FC Bayern mit Hansi Flick, mit Robert Lewandowski, mit der Defensive David Alaba, Davis, was weiß ich, Joshua Kimmich. Robert Kovac. Entweder Robert Kovac im zentralen Mittelfeld oder auf der Rechtsverteidigerposition. Es ist alles komplett egal. Der FC Bayern ist die Creme de la Creme aus Europa diese Saison und wird es nächste Saison höchstwahrscheinlich mit Leroy Sané noch mehr sein. Bleibt abzuwarten, aber ja, ich glaube auch. Und, sagst du den Satz? Der FC Bayern gewinnt das Champions League Finale. Da sind wir da so einig. Und wird sich den Titel holen. Und das war's mit unserer Prognose, oder? Triple Bayern, herzlichen Glückwunsch. Die Deutschlandbrille ist auf jeden Fall auf. Deutschlands Brille. Ja, das war's von uns. Genau. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, euren ganzen Turnierverlauf gerne in die Kommentare tippen. Könnt euch gerne über uns lustig machen, wenn die Europa League genau andersrum gelaufen ist, als wir getippt haben. Das ist ja höchstwahrscheinlich so. Oh Gott. Und damit schmeißen wir uns raus, oder? Wir schmeißen uns raus und ihr schmeißt in die Kommentare euren Titelfavoriten. Tschö. Haut rein.